Von meinen Gefühlen ahnt Lola noch gar nichts. Man muss wirklich nicht immer alles aussprechen, aber das muss ich ihr jetzt sagen. Was machst du? Ach, ich finde die Perücke hier. Wir waren zusammen auf der Friseurschule. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht und haben uns von Anfang an super gut verstanden. Seitdem sind wir beste Freunde, die wirklich zusammenhalten. Und wie geht's dir so? Ach, frag mich das doch nicht ständig. Sie ist die perfekte Frau für mich. Lola ist die Einzige, zu der ich schon immer 100% ehrlich gewesen bin. Ich mach dir einen neuen Pony. Sie kennt meine Geheimnisse und auch den Scheißkram, aber sie verurteilt mich nicht. Das ist das Tolle an ihr. Das und ihr Lächeln. Ihr Lächeln sieht man sogar im Dunkeln aus einer riesen Entfernung. Ich glaube, ich passe zu ihr. Wir ergänzen uns ganz gut, was unsere Stärken und Schwächen angeht. Auf den Feierabend. Wir unternehmen ständig was und überlegen gerade noch, mit unserem gemeinsamen Freund Jeremy zusammenzuziehen. Aber wenn sie Nein sagt, dann nicht. Das wäre für alle zu schräg. Lola denkt, sie soll mir bei einem Blind Date helfen. Aber eigentlich geht's um sie. Heute ist endlich Schluss mit der Freundschaftsfalle. Ein echt scharfer Tipp. Mann, das war echt super gestern Abend. Komm, setz dich. Bessere Freunde als Lola, Jeremy und mich gibt es gar nicht. Und jetzt erzähle ich erstmal Jeremy das mit Lola, damit er mir sagt, was er davon hält. Ich will ihr unbedingt sagen, was ich empfinde. Aber ich habe echt Schiss. Ich will sie als Freundin nicht verlieren. Wenn du eine Beziehung mit ihr willst, dann sag es ihr. Meine Unterstützung hast du. Ich hab gedacht, du bist total dagegen und sagst, nein, du machst alles kaputt. Du musst nur wissen, ob es das ist, was du willst. Wenn ihr irgendwann Schluss macht, ist das alles nicht mehr wie vorher. Wir suchen ja aber gerade zu dritt eine Wohnung. Was machst du, wenn sie nicht will? Du riskierst ja, dass eure Freundschaft dabei kaputt geht. Es ist ein großes Risiko. Ich weiß ja nicht mal, wo ich wohnen soll, wenn sie mich nicht will. Aber ich kann einfach nicht mehr nur mit ihr befreundet sein. Und vergiss nicht, sie ist nicht die einzige Frau auf der Welt. Das stimmt natürlich. Der Tag der Wahrheit. Gleich kommt Lola vorbei und ich bin sonst selten nervös, aber heute zitter ich glatt ein bisschen. Ich glaube, wir haben eine Zukunft. Aber dazu muss sie erst Ja sagen. Hallo. Komm rein. Wo steckst du? Hey. Hier in der Küche. Schon da. Ich bin Lola und Luna ist mein bester Freund. Ohne ihn wäre ich aufgeschmissen. Geht's dir gut? Ich werde ihm jede Menge Tipps geben, damit sein Date mit dem Dreamgirl auch wirklich ein Traum wird. Also, ich hatte ja noch nie ein Blind Date. Sei wie immer. Bring sie zum Lachen, das kannst du ja. Mach nicht mit deinem Handy rum, das ist der absolute Killer. Du kennst mich einfach zu gut. Lass es in der Tasche. Soll ich ihr vielleicht Fragen zu ihren Ex-Freunden stellen? Nein, auf gar keinen Fall nach ihrem blöden Ex fragen. Würde sie das abtören? Das turnt mich sogar ab, wenn du über deine Ex sprichst. Und was, wenn sie eine schlimme Frisur hat? Oh Mann, das wäre der totale Abturner für mich. Ich gehe mit ihr in die Eisbar, kennst du das? So eine Iglo-Bar? Da ist es doch saukalt. Klar, alles ist aus Eis. Kriegt man da Mäntel? Und sind die Gläser, die Bar, alles aus Eis? Alles ist komplett aus Eis. Das klingt gut. Mir ist ein bisschen mulmig dabei, ihr das zu sagen, was ich ihr noch nie gesagt habe. Aber ich bin bereit dafür. Ich bin schon so lange in sie verliebt. Also jetzt oder nie. Was sagst du? Voll scheiße, zieh dich um. Ach Quatsch, du siehst super aus. Knopf zu oder offen? Lass es so. Können wir? Oh Mist, es regnet total. Auf die Plätze, fertig, los. Schnell rein. Puh.
Wenn das schief geht, wird das genauso schlimm, als ob eine Beziehung kaputt geht. Auch wenn wir noch kein Paar sind, ist dann mit einem riesigen Teil meines Lebens Schluss. Scheiße, bin ich nervös. Das brauchst du nicht. Es wird super. Naja, dann. Mach nichts Dummes, nichts Verrücktes und lass das Handy aus. Okay, bis dann. Ciao. Ja, ciao. Warte, Lola, komm mal her. Ich muss dir was sagen. Was musst du mir sagen? Dieses Date ist für keine andere, sondern für dich. Du verarschst mich. Ich habe schon ziemlich lange Gefühle für dich. Du bist für mich mehr als eine gute Freundin. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht. Alter, ich habe seit 6 Monaten was mit Jeremy. Das war ein Witz. Ich freue mich riesig. Ich bin ja auch total in dich verknallt. Nein. Also gehen wir auf ein Date. Warte, mir wird schwindelig. Das ist der absolute Hammer. Na super. Sollen wir rein? Dann komm. Ja, los. Das ist so genial. Ich fühle mich wie neu geboren. Ach, du bist verrückt. Hi. Oh Mann, du hast einen kompletten Eisbären an. Viel Spaß. Danke, das ist nett. Das ist ja echt kalt. Ja, und wirklich alles aus Eis. Komm, wir setzen uns. Wie abgefahren. Warum hast du nicht gesagt, dass ich Hosen anziehen soll? Hey, es musste eine Überraschung bleiben. Echt cool hier. Ja, mal was anderes. Überall das Eis, das ist klasse. Ja. Und wieso hast du nie was gesagt? Ich weiß nicht. Wir waren einfach immer so kumpelmäßig. Und da hat es sich nie ergeben. Ich muss die ganze Zeit grinsen. Ach du. Doch, ist so. Und, Lola? Wie geht's jetzt mit uns weiter? Ich weiß nicht. Ich brauche eine klare Antwort. Ich finde, wir versuchen's. Du meinst so als Paar? Ja, auf jeden Fall. Mann, es ist echt alles so irre. Ich bin super glücklich. Aufgeregt, aber glücklich. Ich date jetzt meinen besten Freund, mit dem ich sowieso immer rumhänge und mit dem ich mich schon super verstehe. Das wird der Hammer. Ich bin so froh, dass ich es gesagt habe. Ich kann euch nur raten, eure wahren Gefühle nicht ewig zu verstecken. Denn danach fühlt ihr euch super.